So I'll stay home and write these songs, pretend I'll make it someday. Our friends are getting married. Good morning. Ich hab mein Baby wieder. Ich wollte mich hier gerade eigentlich ganz entspannt hinsetzen und lernen. Ja, schwierig. Ich glaube, ich erkläre mal kurz, was hier eigentlich gerade passiert und wo ich eigentlich bin. Für alle, die hier neu sind, ich bin bei meinen Eltern zu Hause in meinem Kinderzimmer. Und ja, das existiert noch. Ich finde es richtig süß. Das ist mein Bett, da hängt noch ein Harry Potter Poster. Und ja, also es ist schon ein bisschen leer geräumt, aber es ist trotzdem noch da. Und mein Schreibtisch war eine Mess, weil der irgendwie so meine Ab... Oder ist immer noch eine Mess, weil der irgendwie so meine Ablagestelle war, immer wenn ich hier war. Genau, deswegen liegen da halt so Sachen, die ich auch nicht einfach wegschmeißen kann, sondern eher so Dokumente und alle möglichen Kleinigkeiten. Ja, und ich bin jetzt über... Das Wochenende bei meinen Eltern. Ich bin gestern Abend angekommen, richtig spät. Genau, habe gestern noch meine Prüfung gehabt und die lief auch echt gut, also meine Präsentation. Und bin eigentlich dann nachmittags direkt hergefahren. Deutsche Bahn hat natürlich mal wieder gemacht, was sie will. Und bin dann richtig spät abends hier angekommen. Und bleibe jetzt, also heute ist Donnerstag und bleibe jetzt bis Samstag. Genau. Ich muss aber jetzt gerade mal meinen Schreibtisch freiräumen, weil ich muss Uni machen. Also ich muss. Ich finde es immer richtig schwierig, weil ich komme bei meinen Eltern immer voll zur Ruhe, was ja voll schön ist, dass ich hier so runterkommen kann. Aber gleichzeitig muss ich halt auch irgendwie so in meiner Routine bleiben. Später geht es nämlich auch noch mit Freunden weg, deswegen ich muss mich ein bisschen spurten. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich darf was richtig Spaßiges machen. Ich darf Interviews, die ich geführt habe, transkribieren und auswerten. Ich glaube, das ist so einfach so ein bisschen nervige Arbeit, weil es halt, ich glaube, es ist gar nicht so kompliziert, aber es ist einfach... Dauert einfach. Ja. Genau. Und das mache ich jetzt mal. Wie ihr eben schon gesehen habt, meine Eltern haben eine richtig geile Kaffeemaschine. Ich bin obsessed. Koffeinschock wird heute auf jeden Fall passieren. Und ja, ich freue mich. Wir fangen jetzt erstmal an. Eigentlich würde ich auch gerne noch Sport machen, aber ob das noch zeitlich reinpasst, ist fraglich. Ich musste mich jetzt wirklich mal wieder anfangen, Sport hinter Uni zu stellen. Das mache ich nämlich nie. Die Klausurenphase beginnt jetzt aber langsam und deswegen sollte das mal passieren. Ich habe schnell meine Sportklamotten geworfen und mache jetzt bei uns im Mini-Sportraum noch kurz nur so ein paar Handstandübungen und dehne mich. Weil ich habe nicht mehr genug Zeit für ein richtiges Workout, aber ich will irgendwie trotzdem ein bisschen was machen. Bin wie nie du Freunde. Höchstgradig adipös war der, glaube ich. Muss in einer halben Stunde los. Ich habe mir hier zum Glück Protein mitgenommen. Oh Gott. Und auf richtig professionell wird es jetzt hier drin angerührt. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich glaube, das war eine scheiß Idee. So, Leute, das ist mein finaler Look in meiner neuen Tasche. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon gezeigt habe im Video. Ich finde die richtig toll. Die ist von Stradivarius. Und Leute, wie süß ist die eigentlich? Jetzt mal ganz ehrlich. Gut. Ich hoffe, es ist warm genug. Keine Ahnung. Genau. Falls ich frage, wo ich gerade bin, ich bin im Zimmer von meiner Schwester. Grüße gehen raus. Ich habe mich hier ein bisschen breit gemacht, weil, wie man sieht, ist das Licht besser. Und habe mich hier geschminkt und fertig gemacht. Genau. Und ich werde mich jetzt ganz schnell nach Frankfurt begeben, weil ich mich jetzt da mit meinen Mädels treffe. Und wir Acai essen gehen. Ich finde es richtig geil. Ich freue mich richtig, weil ich bin ja ein bisschen Acai-obsessed. Ich hoffe, dass mein Outfit warm genug ist. Ich kann es nicht einschätzen.
We will see. Und genau, ich freue mich. Ich habe die, glaube ich, seit meinem Geburtstag nicht gesehen, wenn ich mich nicht irre. Ich wüsste gerade nicht, was da noch gewesen sein soll. Doch, Emilys Geburtstag. Okay, aber trotzdem ist es Dezember. Ich wüsste gerade nicht, ob wir uns nochmal gesehen haben. Auf jeden Fall sehr, sehr lange und ich freue mich richtig. Ich finde es nur übertrieben schade, dass eine von uns nicht dabei sein kann, weil die macht gerade ihren Master in Amsterdam. Aber ist auch sehr cool, aber ich hätte sie gern dabei. Ja, okay. Ich habe last minute entschieden, dass ich mir so eine Sleeky-Frisur mache und das ist dann ein bisschen eskaliert. Und ich habe dafür gefühlt 10 Minuten gebraucht, weil ich habe keine Sleek-Bürste dabei. Erster Fehler. Und dann habe ich versucht, das mit einer anderen Bürste irgendwie zu machen und es ist nicht sleek geworden. Dann, als es irgendwann sleek war, habe ich den Dutt gemacht und der hat da alles verrückt. Amazing. Dann habe ich noch schnell eine Sonnenbrille gesucht, weil ich habe meine in Düsseldorf gelassen, weil das Wetter war scheiße angesagt. Ja, Deutschland macht wirklich, was es will. Und deswegen habe ich jetzt meine Mama. So eine riesige, ich schreie. Ich finde, mir steht sowas gar nicht. Also, ich finde wirklich, mir steht es gar nicht. Also absolut null. 0,0. Ich habe ja sonst eigentlich voll die schlichte Sonnenbrille. Aber... Was soll's? Nehmen wir mit. Das ist von Prada. Nehmen wir. Genau. Mal schauen, ob sie zum Einsatz kommt, weil jetzt sieht es gerade schon wieder bewölkt aus. Aber gut, ich fahre jetzt so circa eine halbe Stunde nach Frankfurt. Und genau, ich freue mich schon richtig auf die SAI Ball. Juli, läuft gleich vors Auto. Ich freue mich ja. Aber eigentlich sieht es gerade aus, wenn alles mit drauf ist. Alles so mit von oben machen. Ja. Monty macht uns gerade Gedrank. Mögt ihr Matcha? Hm? Mögt ihr Matcha? Ich finde, es riecht gerade voll nach Gras. See the sound? If Matcha tastes like grass, I'm simply a cow. 13 sind, die finden den Film toll. Und da merkt man, ich bin gerade zu Hause angekommen. Was war das für ein Scheißwetter? Es hat einfach geregnet. Und ich habe einen Rock an. Ich habe verstanden, ich jogge. Ich dachte schon, was ich wüsste. Ich jogge morgen früh, falls du hier bist. Mit ich jogge mit. Guck mal, das ist ein Rose. Nee, das ist ja nicht so. Oh. Mit der Sahne. Ja. Sahne geht immer. Hallo, Emma. Sollte ich morgen herkommen, ich setze mich nicht in den Spiel, was wir morgen machen. Okay, eins zu schaffen. Gott, ist das hell. Ich versuche mich gerade, was ich versuche, ich mache mich gerade fertig. Meine ganze Family war gerade noch da. Ach, wie süß. Das ist ja eine schöne Locke. Das ist echt voll schön. Leute, immer wenn man seine Haare aufmacht, vom Schlafen gehen oder vom Duschen, sehen die am besten aus. Naja, und die haben gegrillt, bevor ich gekommen bin. Also ich bin ja später dazugekommen. Und dann haben wir noch eine Runde wir haben noch ganz viele Runden Tischtennis bei uns gespielt auf dem Tisch, weil meine Mama so ein richtiges Netz gekauft hat, das man über den Tisch spannt. Und genau, es war echt schön, weil ich sehe die gerade alle nicht so oft. Und vermisst es auch voll, meine Familie so regelmäßig zu sehen. Genau, ich war jetzt auch noch voll lange eigentlich da, also kurz nach 11 und ich gehe jetzt auch direkt schlafen, also wirklich straight, weil ich morgen richtig früh zum Joggen verabredet bin. Wir freuen uns. Ich habe jetzt schon gar keinen Bock, aber ich bin froh, dass wir verabredet sind, weil dann habe ich ja noch einfach keine Wahl. Und manchmal finde ich, braucht man das. Also ja, manchmal kann man, also voll oft mache ich auch einfach Sport aus der Motivation raus, weil ich Lust habe. Aber manchmal denke ich mir echt so, nee, manchmal muss einfach, brauche ich so diesen Schub. An sich war der Tag heute richtig schön. Ich muss nur ehrlich sagen, dass ich nicht, was ist das denn für ein wilder Dutt, nicht so viel Uni geschafft habe, wie ich es mir vorgenommen habe. Wo ist jetzt mein Abschwenker? Und deshalb auch mal geplant habe für morgen nach dem Joggen, habe ich eigentlich, das war gar kein Deutsch. Für morgen nach dem Joggen habe ich erst mal nichts vor. Ich gehe später noch mit einer Freundin weg und abends bin ich probably auch essen oder zumindest danach noch. Oh mein Gott, das ist eine Spinne. Leute, ich habe bei meinen Eltern mein Zimmer im Keller und immer wenn ich hier länger nicht bin, kommen hier auf einmal die Spinnen raus.
Und besonders ist es auch super kalt hier. Also wirklich ist es super kalt, weil wir halt logischerweise die Heizung im Sommer ausstellen. Ja, Deutschland denkt sich Sommer, was ist das? Genau, deswegen erfriere ich hier leicht, aber was soll's? Ignorieren wir diese Spinne jetzt? Ja, oder? Ich hasse Spinnen. Naja, so viel zu der Spinne. Die ist auch wirklich klein eigentlich. Ich glaube, ich wollte euch gerade zeigen. Ich glaube, man wird sie nicht mal sehen. Und genau, das heißt, ich werde morgen so richtig aktiv hoffentlich in den Tag starten und dann, ja, mich an die Uni setzen. We will see. Ich denke auch gerade, ob ich noch was lese oder ob ich jetzt einfach direkt schlafen gehe. Ich hänge nämlich schon richtig lange an meinem einen Buch. Und zwar an dem hier. Immer noch das mit dem nicht so schönen Cover. Weil das Problem ist, dass ich irgendwie in letzter Zeit einfach nicht zum Lesen komme. Das Ding ist, ich würde voll gerne lesen, weil ich liebe Lesen. Und hier zum Beispiel komme ich morgens auch zum Lesen, aber in den letzten Tagen, gerade auch wegen der Präsi, habe ich mich hier voll gestresst. Und irgendwie fällt es mir halt voll schwer, wenn ich so viel zu tun habe, dann zu sagen, ja, ich ziehe meine Morgenroutine mit Lesen trotzdem durch. Das habe ich letzte und vorletzte Klausurenphase so gut gemacht, dass ich wirklich gesagt habe, egal wie gestresst ich bin, egal was ich an einem Tag vorhabe und egal ob ich denke, ich schaffe alles oder nicht, ich lese morgens. Und im Endeffekt machen die 20 Minuten eh nichts aus. Also wenn ihr euer Zeug am Tag nicht schafft, dann liegt es nicht an den 20 Minuten, in denen ihr gelesen habt, sondern probably liegt es bei mir zumindest eher an der TikTok-Time so. Aber es gibt einem halt so einen Mehrwert, weil es einfach morgens so ein ganz anderer Start im Tag ist. Naja, so viel dazu. Ich gehe mich jetzt mal noch mein Gesicht waschen. Oh, das triggert mich so böse. Ich habe meine komplette Skincare mitgenommen zu meinen Eltern. Also wie immer, wenn ich irgendwo hinfahre, nehme ich meine Skincare mit. Ich habe aber mein... Wo ist es denn? Ich habe aber nur das hier. Also ich habe mein eigenes... Wie nennt sich das? Gesichtswaschzeug vergessen. Und es ist zwar von der gleichen Marke. Und das Allergeilste ist, ich habe es auch zweimal. Weil ich war bei DM und hatte so gedacht, ey, ich habe hier zu Hause meinen anderen Reinigungsschaum nicht. Ich probiere mal einen neuen, den ich immer hier rumstehen habe, wenn ich mal nach Hause komme. Ja, ich habe den reingetan. Habe damals, glaube ich, für ein TikTok oder für ein Video für YouTube, das dann aber noch filmen wollen, wie ich die nehme und in meinen Korb lege. Und habe das dann zweimal gekauft aus Versehen. Ich komme da gar nicht drauf klar. Das ist so lost, aber egal. Das größte Problem daran ist eigentlich, dass ich es voll schlecht finde. Also das Blaue von Neutrogena, dieses Hydro irgendwas, das ist so richtig wie so ein Gel. Und das ist einfach angenehm, man hat das Gefühl, alles wird rein und das ist toll. Und das hier ist irgendwie einfach so eine Flüssigkeit, da kommt halt direkt so Schaum raus, wie bei so einem Kinderwaschzeug. Aber das Problem ist, dass das einfach, das ist nicht, irgendwie fühlt sich das einfach wie nichts an. Es fühlt sich nicht an, als würde es hier irgendwas, ich fühle mich gerade, als würde ich mich rasieren. Und das fühlt sich halt irgendwie einfach nicht so geil an. Und das macht mich sad, das fehlt mir irgendwie in meiner Skincare. Ich finde es richtig lustig, wie ich einfach vor einem Jahr noch keine richtige Skincare hatte, sondern einfach halt eine Gesichtscreme. Und mittlerweile, wirklich, wenn ich irgendwo bin und was für meine Skincare nicht dabei habe, nee, das ist ein Problem. Und damit... nicht so überzeugt vom Wetter, weil ich habe zum Joggen nur eine kurze Hose dabei. Toll. Ich hoffe, ihr seid motiviert, weil wir gehen jetzt joggen. Also ich hab das Running Club gegründet. Nee, Spaß, ich habe mich mit zwei Freunden oder einem, ich weiß gar nicht, ob jetzt beide kommen, je nachdem würde ich sagen, wie die Motivation bei den beiden ist, mich zum Joggen verabredet. Und ich finde es richtig cool, weil ich hätte heute absolut keinen Bock gehabt. Wetter ist scheiße. Ich war eben schon draußen, es ist kalt. Ich habe gar keine Lust, aber dadurch, dass wir verabredet sind, haben wir keine Wahl. Und ich muss jetzt noch schnell meinen Kaffee trinken und mich da ein bisschen warm machen. Und dann geht's los. Wir wissen auch noch nicht genau, wie lange. Wir lassen alles auf uns zukommen. Aber ja, ich freue mich.
Ich hoffe, gleich kommt noch die Motivation noch dazu. Ich muss ehrlich sagen, ich bin richtig müde. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin einfach müde. Ich hätte noch bestimmt 3-4 Stunden schlafen können. Hatte um 8 aufgestanden. Eigentlich ja normal für mich so, aber irgendwie bin ich müde. Und das Beste ist, ich habe nur eine kurze Hose dabei und darf jetzt damit bei 12 Grad joggen. Boah, Leute, ich sitze hier wirklich wie so ein Ball. Es ist so kalt. Oh, ich bin gerade zurück vom Joggen, wie man sieht. Und es war richtig gut. Also es hat sehr Spaß gemacht. Wir waren auch 7 Kilometer, also voll gut. Hätte ich irgendwie gar nicht gedacht, aber die Zeit war jetzt so semi, aber das ist egal. Genau, ich habe gerade eine Stunde prokrastiniert, weil nach dem Joggen, ich wollte mich so dehnen. Und dann saß ich irgendwie einfach nur rum, habe 1000 Story-Sachen geschnitten und ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt in meinem Zimmer und will jetzt duschen. Ich bin am Erfrieren, weil wie gesagt, also oben ist echt okay von der Wärme, aber hier unten ist es ein Eisschrank. Genau, ich mache mir jetzt noch schnell wieder mein Protein wie gestern. Und, oh mein Gott, es wäre auf den Boden gefallen. Und dann, boah, ich kann nicht rühren. So, genau. Und ich muss mich jetzt mal wirklich in die Dusche bewegen. Einerseits, weil ich erfriere. Und andererseits, weil ich echt mal anfangen muss, Uni zu machen. Und ich will was Warmes. Aber ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben. Es war sehr cool. Es war sehr wir waren auch richtig gut gelaunt. Es war einfach eine schöne Morgenaktivität. Ich habe mein Stativ vergessen. Ich finde es eine 10 von 10. Das hat Uni. Und ich habe so derbe keine Lust mehr. Oh, ich habe heute schon den ganzen Tag nie. Wirklich heute Morgen, mein Tag hat so geil angefangen mit dem Jogging. Und irgendwie habe ich dann, glaube ich, nicht schnell genug gegessen. Lol, war das ein Satz? Und war dann so voll müde und kraftlos. Und jetzt haben wir gerade zu Mittag gegessen. Und jetzt geht es langsam wieder. Aber irgendwie habe ich das gerade ein bisschen runtergezogen. Aber ja, ich mache mich jetzt gleich mal fertig. Ich gehe nämlich jetzt gleich zu Adriana. Genau, und ich muss vorher noch was holen auf dem Weg. Ja, weil die Adriana hat nämlich jetzt ihre Pilotenausbildung beendet. Excuse me. Genau, und da wollte ich noch eine Kleinigkeit holen. Also ich habe eigentlich noch ein richtiges Geschenk so. Aber das gibt es erst bei der Graduation. Das wird für heute, also ganz basic. Wir gehen aber eigentlich nur, Junge, das passt einfach nicht rein, nur spazieren oder vielleicht einen Kaffee trinken, schauen wir mal. Und irgendwie gehen wir heute einfach auf bequem. Ich habe auch keine Lust auf so einen Gürtel oder so. Nee, einfach bequem. Ich habe gerade noch ein Haul gedreht und damit echt alles durcheinander gebracht. Beste, wirklich. Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Achso, ich brauche vielleicht noch einen Pulli. Und vielleicht auch noch eine Jacke. Hilfe. Oh, wir fahren jetzt erstmal zum Blumenladen, weil ich will noch einen richtig schönen Blumenstrauß kaufen. Also mal schauen, was ich so für mein... Also mal schauen. Was ich so für mein Geld bekomme, ne? Weil die Blumen sind ja irgendwie echt teuer geworden, leider. Vielleicht meine Hose ist einfach zu kurz für meine Größe, um die auf Schuhe zu tragen. Deswegen muss ich die einfach umklappen. Nervt mich. Und das triggert mich auch auf einem anderen Level. Aber ich habe einfach keine, beziehungsweise kaum Socken gefunden, die gut in Campus halten, kurze. Und die nicht komplett von der Ferse rutschen. Und das gibt dir nichts, was mich saurer macht, als wenn du läufst und deine Socke rutscht von der Ferse. Ja. Leute, mich hat der hier richtig gepitcht. Ich glaube, der wird's. Oh, ich will es nicht über mich halten, weil der tropft. Aber wie schön ist der? Oh, ja. Ich wollte eigentlich nicht so viel ausgeben, aber der hat mich gecatcht. Der hat mich direkt gecatcht. Ja, und jetzt geht's los. Das sind meine ekligen Jogging-Schuhe. Ich habe gerade beschlossen, weil ich bin jetzt auf dem Rückweg. Ich habe beschlossen, dass ich noch ganz schnell mir einen Snack holen muss für morgen, für die Fahrt und für jetzt, vorm Essen. Ich suche einfach nur Mango-Streifen. Scheint es hier nicht zu geben.
Was ist das? Oh, nehme ich jetzt so eine... Nee. Ja, dann nehme ich sowas. Ja. Also, wie man gerade gesehen hat, war ich noch bei Rewe. Ich bin gerade auf dem Rückweg von Adriana. Es war richtig schön. Wir haben einfach 4 Stunden lang gequatscht. Einfach nur gequatscht. Und es war richtig schön. Und genau, jetzt fahre ich nach Hause. Wollte aber noch Snacks holen. Für einmal für die Fahrt morgen und einmal für jetzt gleich, weil ich habe gerade echt richtig Hunger. Genau, und für die Fahrt morgen halt, weil ich weiß, dass ich, wenn ich früh nach Hause fahre und ich habe nicht so Lust auf so Bäckerzeug, dass ich dann trotzdem irgendwas snacken will. Wo lang fahre ich denn jetzt? Da lang. Muss mich nämlich jetzt gerade ein bisschen beeilen, weil direkt, wenn ich zu Hause ankomme, fahren wir dann weiter zum Abendessen. Ich gehe jetzt noch essen mit ein paar Freunden von mir und meiner Schwester. Ja, dafür fahren wir wieder nach Frankfurt. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das geschafft habe, mir meinen Tag schon wieder so voll zu planen, aber wir gurken jetzt wirklich nochmal nach Frankfurt. Naja, ist egal. Für Sushi macht man alles. Und ich wollte halt unbedingt alle sehen. Genau. Was ist denn das da? Ja, doch, das hatte er gesagt. Aufs Fressgasfest. Also nee, dass er vielleicht danach kommen will. Das ist wir gehen Sushi essen. Das sieht so lecker aus. Das sieht so gut aus. Oh mein Gott. Also Sushi ist wirklich gut. Hey, mein Guten Appetit, Leute. Guten Appetit. Also die filmen so, dass... Also wir sind jetzt kurz hier aufs Fressgasfest gegangen. Wir sind einmal drüber gelaufen, es war viel zu voll und dann sind wir jetzt eigentlich, stehen wir jetzt hier rum und warten auf Jan. Ja. Reingehen, obwohl wir hier saßen, weil so Sonne gewinnt hat. Also ohne wäre jetzt auch nicht geil, aber... Leute, ich bin zurück. Oh, und ich war noch ein bisschen abgelenkt, weil meine Eltern noch Freunde da hatten. Hätte ich es irgendwie nicht erwartet. Also so um 11:30 bin ich nach Hause gekommen. Und die hatten noch Freunde da und ich kenne die halt auch schon seit ich klein bin. Und habe dann halt noch ein Stündchen mit denen geredet. Und es war eigentlich voll cool. Hat nur komplett gegen meinen Ich-gehe-früh-schlafen-Plan gewirkt. Der ganze Abend, aber der ganze Abend war schön. Also es hat sich gelohnt. Aber es ist jetzt 12:30 und ich muss in 7 Stunden aufstehen. Ich freue mich, weil wir um 8:30, ja doch, 8:30 wieder zum Flughafen fahren, also zum Fernbahnhof, weil ich schon wieder nach Hause fahre. Ich finde immer, das geht so schnell rum, so 2 Tage zu Hause, besonders wenn man so viel zu tun hat und irgendwie wirklich das verfliegt wie nix. Ja, ich freue mich. Ich habe gar keine Lust, so früh aufzustehen, aber ich habe halt irgendwie jetzt keine Wahl. Der Zug ist gebucht. Ich habe auch noch eine richtig scheiß Verbindung, weil ich halt nicht direkt nach Düsseldorf fahre, sondern nach Köln. Dann steige ich da aus und steige nochmal in den Regio ein, weil das günstiger war, als wenn ich direkt nach Düsseldorf... Als wenn ich direkt nach Düsseldorf durchfahre. Das ist wirklich amazing. Naja. Genau. Deswegen, ich werde mich jetzt direkt umziehen, abschminken und... Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Das war mal wieder ein bisschen anderer Vlog, weil ich ja wirklich echt lange nicht mehr bei meinen Eltern zu Hause oder hier generell in meiner Heimat gevloggt habe. Ich hoffe aber, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.